Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Drei wunderbare Geschichten habe ich für Sie. Martinique von einer anderen Seite. Dann wird gerutscht, aber mit einer Überraschung zwischendrin. Und Jörg Böhm hat einen neuen Kreuzfahrtkrimi geschrieben. Viel Spaß. Unsere Kollegin Rebecca aus dem TV-Team auf AIDA Diva hat einen Ausflug begleitet, hat uns fantastische Bilder mitgebracht und wir können auch noch was lernen. Vielen Dank an das Team und Ihnen viel Spaß. Bonjour und salut in Frankreich. Wir sind heute im französischen Teil der Karibik angekommen, auf Martinique. In der Landessprache Kreol heißt Martinique Madinina, die Blumeninsel. Und deswegen gehen wir heute in den Botanischen Garten und schauen uns die Flora an. Martinique ist Teil einer Vulkankette, die das Karibische Meer vom Atlantik abgrenzt. Während der Französischen Revolution hieß die Insel gar nicht Martinique, sondern Fort la République. Erst Napoleon hat ihr den Namen Martinique gegeben. Wie heißt das nochmal? Ist das Chacha? Chacha, eine kreolische Rasse. In der Karibik ist es entweder warm oder es ist warm und regnet. Das heißt, es gibt gar keine richtigen Jahreszeiten. Das hat zur Folge, dass die Bäume nicht wie bei uns Jahresringe haben und man so gar nicht genau ablesen kann, wie alt sie überhaupt sind. Hinter mir ist der Wasserfall Cascade Saut Chandarme, der sich in dieser beeindruckenden Schlucht ergießt. Also es war total karibisches Feeling. Ich würde sofort wieder unter den Wasserfall gehen. Ein bisschen durchgeweicht sind wir jetzt endlich im Botanischen Garten von Balata angekommen. Eigentlich spricht der Garten für sich selbst, ein paar Infos habe ich aber noch kurz. Und zwar ist der Garten ca. 3 Hektar groß und er hat eine Auswahl von ungefähr 3000 verschiedenen Pflanzenarten. Was war euer Highlight hier? Die Kolibris tatsächlich. Sehr schnell flatternde, bunt scheinende Wesen. Geil, einfach geil. Ich verstehe jetzt sehr gut, warum die Insel Madinina, Insel der Blumen, genannt wird. Und gesättigt von diesen wundervollen Eindrücken geht's jetzt zurück aufs Schiff. Wenn General Manager und Entertainment Manager sich eine Wette liefern, sie glauben nicht, was da alles passiert. Der Fabian und der Nils, die Rutsche. Bitteschön. Fabian, bist du aufgeregt? Total. Gespannt wie ein Flitzebogen. Aber auch hier ist unser Outfit ist noch nicht angemessen. Da müssen wir noch mal etwas justieren. Müssen wir dran arbeiten? Da auf jeden Fall. So, meine Damen und Herren, wenn Sie sich immer mal gefragt haben, was mit unseren alten Handtüchern hier an Bord passiert, ja, da machen wir Klamotten drauf. Fabian, knaller Outfit. Ja, ich habe gedacht, ich bereite mich mal vor, entsprechend Beach Outfit. Aber das Wichtigste natürlich, ich muss jetzt erstmal in alter AIDA-Tradition, muss ich jetzt erstmal hier meine Röhre reservieren. Ordnung muss sein, genau oder davor. Von daher würde ich sagen, lassen wir die Challenge beginnen. In die Rutsche und dann haben wir Zuwachs bekommen. Fabian, wo kam denn Ariel, die kleine Meerjungfrau, jetzt her? Plötzlich hat's Puff gemacht. Keine Ahnung. Ich bin in der Mitte dazugestiegen, versteht's? Ja, meine Damen und Herren, Elke Winter mit uns beiden im Schlauch. Hier ist was los. Schön geschmiert, ist gut gerutscht.
Wir bedanken uns und verabschieden uns aus dem Racer. Tschüss. Vielen Dank. Hier ist das Lächeln zu Hause. Ciao. Vor 2 Jahren hat Krimi-Autor Jörg Böhm seinen ersten Kreuzfahrt-Krimi geschrieben. Ein Krimi entlang einer unserer Routen. Damals war es die Metropolenroute. Jetzt hat er einen zweiten Krimi nachgelegt, der noch spannender ist. Und er spielt im Mittelmeer. Gucken Sie mal. Ich bin ganz klassischer Journalist, habe angefangen bei Tageszeitungen und habe dort vor allen Dingen sehr gerne Reportagen geschrieben, also wirklich Porträts über Menschen, Menschen zugehört. Wir haben alle dieses kleine Böse, diese böse Seite in uns. Und mich fasziniert besonders, deswegen arbeite ich auch neben Kommissar und Rechtsmediziner auch mit Psychologen zusammen, warum 95% oder hoffentlich noch mehr tickt eben der Schalter nicht um. Und bei den wenigen Prozent, was ist der Auslöser, dass eben dieser Schalter umgelegt wird, dass jemand eben zum Mörder werden muss? Die hineinströmenden Ausflugsgäste erschraken, als plötzlich ein lauter, greller Schrei durch das Kirchenschiff hallte. Der durchdringende Schrei einer Frau, einer zutiefst verstörten Frau. Mit weit aufgerissenen Augen stand sie zitternd inmitten des Portals und deutete vorsichtig nach vorne in Richtung Altar. Wie ein göttlicher Strahl brach sich das Licht durch die farbenprächtigen Rosetten oberhalb des östlichen Seitenschiffs der Kathedrale und traf sich direkt auf den provisorisch eingerichteten Tisch Gottes. Und erst jetzt verstanden die anderen Gäste, warum die Frau so geschrien hatte. Am einfachen Holzkreuz über dem Hauptaltar hing kein leidender Jesus, unter Schmerzen gekreuzigt, der auf seine Erlösung wartete. Ans Kreuz war eine Nonne genagelt worden und sie lächelte. Der erste Aida-Kreuzfahrt-Krimi-Moffenkind, der ist so durch die Decke gegangen, wirklich aus den Händen gerissen worden, war so ein toller Erfolg, dass ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, eben einen zweiten Aida-Kreuzfahrt-Krimi zu schreiben. Und ja, jetzt ist er da. Es wäre toll, wenn wir dadurch ein neues Genre kreiert hätten. In der Tat begleitet ja dieses Buch, ähnlich wie ein Reisefilm, eben den Passagier und er kann so die Kreuzfahrt ein Stück weit länger konservieren und naja, an den Orten auch wandeln, die Orte selber erleben, an denen dann eben auch das Böse passiert. Ich möchte, dass meine Leser bei meinem Buch eben dranbleiben, dass sie den Mann verhungern lassen zu Hause, weil sie unbedingt noch ein Kapitel und noch ein Kapitel lesen muss. Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben auf eine wunderbare Reise, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, Sie haben darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Diesmal geht's in die Adria. Viel Spaß! Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes zur griechischen Insel Korfu. Danach bringt uns die Route nach Bari. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Ah, herrlich, mein Frühlingsgeruch der Woche. Und da man im Fernsehen leider nicht riechen kann, habe ich jetzt für Sie die Bilder der Woche mit den AIDA-Stars im Hintergrund. Viel Spaß! Next to you.